Ein Zuschauer hat mich mal gefragt, und das ist schon ein paar Monate her, welche Kamera würde ich mir aktuell holen? Und es ist keine leichte Frage. Es gibt so 3, 4 Eigenschaften, die eine Kamera für mich haben sollte. Ready? Okay, ich bin gerade in der Stadt und um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen erschlagen von dem ganzen Lärm und den Geräuschen hier. Ich dachte eigentlich, ich könnte mich noch an das ein oder andere ruhige Eckchen erinnern, aber das ist jetzt eine Baustelle. Okay, nachdem ich gestern versucht habe, das Video im Studio aufzunehmen, aber vergessen habe, das Audio zu aktivieren, was natürlich super geil ist, dachte ich, nutze mal die Gelegenheit, hier in Mainz zu sein, um das Video anders aufzunehmen. Aber es stellt sich heraus, die Lärmkulisse ist immens und es gibt nirgendwo ein ruhiges Örtchen. Es ist so laut. Okay, ich starte mir trotzdem mal das Intro. Okay, das ist schon wesentlich angenehmer und ruhiger. Kleiner Disclaimer vorneweg, kein Hersteller von den Kameras oder dem Equipment, das ich hier vorstelle, finanziert mich oder schenkt mir irgendwelches Equipment oder stellt es mir zur Verfügung. Ich habe quasi so recherchiert, wie es die meisten von uns tun würden. Im Internet, auf YouTube sowie auf Herstellerseiten und Vergleichsportalen. Schließlich hat niemand mehr die Zeit, in einen Kameraladen zu gehen und sich beraten zu lassen, geschweige denn verschiedene Kameras auszuleihen und auszuprobieren. Das bedeutet auf der anderen Seite aber eben leider auch, dass ich keine Hands-on-Erfahrung mit diesem Equipment oder mit diesen Kameras habe. Was ich aber versprechen kann, ist, dass ich möglichst kritisch bin und bleibe und einen sehr geringen Bias mitbringe. Bevor wir jetzt hier aber ins Eingemachte gehen, jetzt bin ich stolzer 100-Follower-YouTuber. Hey, Party! Okay, in den letzten Jahren ist die Bildqualität immer besser geworden, aber nur anhand eines Faktors, nämlich der Auflösung. 2K, 4K, 6K, 8K, mittlerweile gibt es sogar Kameras, die können 11K oder 12K, das wäre dann Kinoformat eben ganz groß. Das Ding ist aber, dass Bildqualität mehrere Dimensionen besitzt und die Farbtiefe wird bei der Auflösung nicht berücksichtigt. Und die meisten Handys, über die wir ja Videos auf YouTube konsumieren, sind immer noch in Full HD, also im 2K. Was bringt uns also 4K und 8K? Ja, die Bearbeitung wird ein bisschen besser, weil ich stärker reinzoomen kann, ohne Auflösung zu verlieren. Das war es aber eigentlich auch schon fast. Echt? Ja, guck mal. Woo. Zeig mal den Zahn. Wow. Und hier? Ja. Gucken wir uns doch mal die Farbtiefe an. Die Farbtiefe sagt, wie viele Farben dargestellt werden können, wie viele Farbnuancen. Und da hat eine Standardkamera 8-Bit. 8-Bit spiegelt die Farbnuancen wieder. Bei 8-Bit haben wir 2 hoch 8 Farbnuancen. Das sind 2 mal 2 mal 2, naja, du weißt, wie die Mathe funktioniert. 256 verschiedene Farbnuancen von ganz heller Farbe bis ganz dunkler Farbe. Warte mal, 256 Farben, wie passt das denn? Ich kann doch mehr Farben sehen mit meinen normalen Videos. Ja, weil unsere Farben, ja, wie ich in dem letzten Video schon mal gezeigt habe, aus Blau, Rot und Grün zusammengesetzt sind. 256 Farbnuancen Blau mal 256 Farbnuancen Grün mal 256 Farben. 16,7 Millionen Farben ungefähr. Das sind auch die Anzahl von Farben, die unser Gehirn theoretisch, praktisch ungefähr so nach unserer Biologie wahrnehmen kann. Bei 10-Bit hätten wir 1028 Blau mal 1028 Grün mal 1028 Rot. Das sind 1,07 Milliarden Farben. Ein Unterschied, den wir vielleicht mit unserem Auge gar nicht mehr so wahrnehmen können. Bei der Farbbearbeitung im Anschluss nach dem Aufnehmen ist das aber eine Riesenhilfe, weil wir viel schönere, sattere, gute Farbverläufe hinbekommen. Und je mehr Daten, desto besser. Wir können diese Farbtiefe, egal ob 8-Bit oder 10-Bit, mit 100 Megabit pro Sekunde oder auf 400 Megabit pro Sekunde aufnehmen. Bei 100 Megabit pro Sekunde und 25 Bildern pro Sekunde hätten wir 4 Megabyte pro Bild. Bei 400 Megabit pro Sekunde und 25 Bildern wären das 16 Megabyte pro Bild. Das ist die vierfache Datenmenge und mehr Daten bedeutet eben auch mehr Kontrolle am Ende des Tages.
Aber jetzt kommen wir mal zur Königsklasse. Welche Kamera würde ich mir denn holen? Wenn ich jetzt im cinematografischen Sinne denke, dann denke ich natürlich an Kinokameras. Da wären die Arri, die Red oder auch die Venice von Sony. Diese Kameras sind aber so teuer, die sind unerreichbar und auch einfach gigantisch groß. Sind wir jetzt bei den High-Ends, sagen wir mal der 1D oder der 5D von Canon oder der Alpha 7S III von Sony, dann sind wir bei richtig guten Kameras, die aber noch wieder über 4000 Euro kosten und das ist wieder out of range, finde ich, und weit weg von einem Hobby. Aber es macht überhaupt gar keinen Sinn, mit so einem teuren Ding rumzulaufen und das Risiko einzugehen, dass das Ding auch noch runterfällt. Naja, viele schrecken ja vor einer APS-C-Kamera zurück, weil der Sensor so klein ist. Aber ich weiß gar nicht so genau, warum. Denn in einer guten Cinema-Kamera ist ein super 35mm Sensor verbaut und der entspricht in etwa dem APS-C-Sensor. Da gibt es also gar nicht so riesige Unterschiede, wie man vielleicht denken mag. Abgesehen davon ist der IBIS, also die interne Bildstabilisierung, wesentlich einfacher mit einem möglichst kleinen Sensor. Also lass uns doch mal überlegen, was Sony so im Petto hat im APS-C-Bereich. Die haben die Alpha 6000er Reihe, angekommen mittlerweile bei Alpha 6600, glaube ich. Die hat mittlerweile sogar ein Klappdisplay. Ansonsten hat die sich in den letzten 7 Jahren auch nicht sonderlich weiterentwickelt. Die hat einen schlechten bis überhaupt gar keinen IBIS. Die hat einen super Autofokus, aber der war auch schon immer gut. Kein 10-Bit intern und kostet trotzdem immer noch schlappe 1600, 1800 Euro. Also ich persönlich wäre nicht bereit, so viel Geld dafür auszugeben, weil es für den Preis wesentlich bessere Alternativen gibt. Zum Beispiel die Pocket 6K von Blackmagic Design. Die hat alles, was ein Videograf sich vorstellen kann, sogar einen internen ND-Filter. Ich meine, welche Kamera hat denn bitte einen internen ND-Filter mit Wechselobjektiv? Keine. Die kommt jetzt mit 2.000 bis 3.000 Euro mit einem relativ stolzen Preis, aber das, was man dafür bekommen kann, das ist schon geil. Und die ist wirklich ausgelegt nur auf Videografie, hat aber so ein paar Nachteile. Beispielsweise besitzt sie kein Klappdisplay. Zum Vloggen ist sie also kaum zu gebrauchen. Das nicht nur deswegen, sondern auch, weil sie mit 1,2 Kilo zu Buche schlägt. Und 1,2 Kilo im Vergleich zu, sagen wir mal, 500 Gramm anderer Kameras auf dem Arm zu tragen, das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Und dann ist da noch die Sache mit dem Bajonett. Wenn du Canon-Besitzer warst oder Canon-Objektive hast oder günstig da rankommst, dann könnte das ein Glücksgriff sein. Wer vorher bei Sony war oder bei Fuji oder Leica oder bei irgendeinem anderen Hersteller, der kommt mit seinen Objektiven nicht so weit. Aber wo wir gerade bei Canon sind, Canon hat jetzt nach langer Zeit die erste spiegellose Kamerareihe mit fantastischen Spezifikationen rausgebracht. Einigen YouTubern, denen ich wirklich vertraue, die haben die Dinger mal unter die Lupe genommen. Und relevant wäre die R7 für mich persönlich jetzt als APS-C-Kamera, weil die R5 liegt bei 4.500 Euro und ist wieder ganz weit weg. Die ist vollgepackt mit Technik, wenn da nicht das Nipplegate wäre. We remove the shutter dial. Put a nipple ring up in the top. So now we only have 2 access points. And if they want a third, don't we have an R5 to sell them in the back room? Irgendwie hat es Canon geschafft, die Bedienelemente so anzuordnen, dass sie absolut unergonomisch sind und hat zusätzlich noch so einen Joystick-Nippel hinzugefügt, wo keiner so richtig weiß, was er damit anfangen soll und jeder wahrscheinlich wartet, bis er abfällt. Und dann ist ja noch das zweite Problem mit der Überhitzung, die bei der R5, bei der Vollformat-Spiegellosen, auch schon aufgetreten ist, weswegen die einen Kühler hinten dran gepackt haben, der das Ding größer und schwerer macht und dann auch noch Geräusche erzeugt, was total nervig ist. Und bei der R10 ist schon in der Bedienungsanleitung mehrere Warnstufen an Überhitzung und da sollten schon die Lämpchen angehen. Und dann werden da noch diese neuen Bajonette. Ich weiß nicht genau, was sich Canon dabei denkt, ständig einen neuen Anschluss zu machen. Die M-Reihe hatte das M-Bajonett und es gab dann ein paar Objektive und das ist ausgelaufen und wird nicht mehr weiterentwickelt. Jetzt kommen die R-Reihe mit dem RP-RF-Bajonett, keine Ahnung. Und auch hier können die EF-Objektive von früher nur mit einem Aufsatz oder Adapter genutzt werden. Und ich meine, come on Canon, sowas nervt. Ich weiß nie, was man mit diesem Papier machen soll. Fujifilm. Ich weiß nicht, warum ich die nie auf dem Schirm hatte. Ich glaube, weil die bekannt sind,
als Fotohersteller Kameras, mit denen man Fotos macht, aber nicht Videos. Aber die haben mit der X-T4 eine Kamera auf den Markt gebracht, die sucht seinesgleichen. Die ist hervorragend durchdacht und konzipiert und die Color Science von Fuji, die war schon immer richtig gut. Von dem, was ich jetzt so gehört habe, soll der IBIS wirklich hervorragend sein. Der Autofokus, da haben die sich sehr stark verbessert. Da ist ja Panasonic immer noch total hinterher, deswegen würde ich von Panasonic erstmal überhaupt gar keine empfehlen. Für Fotografie super, für Videografie, vergiss es. Aber die Fuji X-T4, mein lieber Scholli, die würde ich gerne mal ausprobieren. Ich meine nicht nur, dass die 10-Bit intern aufnehmen kann, auch extern in noch höherer Qualität, aber allein die Qualität intern liegt bei 100 Megabit bis 400 Megabit pro Sekunde. 400 Megabit pro Sekunde. Es gibt kaum SD-Karten, die das überhaupt schaffen. Ich muss nachher mal gucken, ob ich eine SD-Karte finde, die das kann und was die kostet. Ich zeig's hier. So, wir müssen uns auch Gedanken über das Ökosystem machen. Das Ökosystem umfasst ja noch mehr als nur Objektive. Diese Stecker hier oben auf der Kamera. Diese Stecker sind nicht einfach nur noch Halterungen. Für Mikrofone schon fast unerlässlich. Die neuen Mikrofone, die rausgekommen sind, zum Beispiel das ECM B1M von Sony, das ich jetzt gerade benutze, das ist der Hammer. Du kannst digital in deiner Kamera aufnehmen. Nicht einfach mehr analog mit so einem Kabel und dann hast du da immer wieder ein paar Geräusche, sondern digitaler Qualität. Du hast eine nierenförmige Aufnahmecharakteristik. Du kannst es aber auch so stellen, dass alle Umgebungsgeräusche aufgenommen werden, sodass du hinter der Kamera stehst und während du mit jemandem redest, der Ton von beiden Personen gleichermaßen gut verstanden wird. Und das jetzt bei Sony beispielsweise für 270 Euro. Und das ist für so ein Mikrofon ein verdammt guter Preis. Canon kommt auch mittlerweile daher und macht multifunktionale Schuhe, aber das Mikrofon von denen kostet schlappe 410 Euro, was schon ein Haufen mehr als das von Sony. Und die Einstellmöglichkeiten sind begrenzt auf Mono oder Stereo. Wow. Und dann kommt Fuji mit so einer geilen Kamera und hat nichts im Sortiment. Ja, ich kann immer noch mit einem externen Gerät aufnehmen und für professionelle Aufnahmen, wo ich viel Zeit habe, ist das auch super. Aber ich habe es schon vorgestellt hier so, mein Lieblingsmikrofon, das ist erstens doch erheblich größer als das andere Mikrofon und zweitens führt es immer dazu, dass durch den Multifunktionsadapter dieses Teil hier ein bisschen raussteht und bei ein paar Verwacklungen das Mikrofon einfach abfällt. Fürs Studio benutze ich das immer noch super gerne. Ich teste jetzt dieses Mikrofon nun mal aus. Aber für draußen habe ich mich jetzt entschieden, dieses Mikrofon zu benutzen. Fassen wir das Ganze mal zusammen. Ich konnte natürlich nicht auf alle technischen Details der Kameras in diesem Video eingehen. Und die Entscheidung, welche Kamera man kauft, ist immer eine sehr individuelle. Denn es kommt sowohl auf die Ansprüche des Videografen und Fotografen an, als auch auf das individuelle Portemonnaie. Außerdem sind alle Kameras außer der Blackmagic sowohl für Fotografie als auch für Videografie geeignet. Wer also auch fotografieren möchte, für den fällt die Blackmagic von vornherein raus. Würde ich mich jetzt aber von null entscheiden müssen, dann würde ich wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt mit den Informationen mit der Fuji X-T4 gehen. Die hat mit dem X-Bajonett ein großes Sortiment an Objektiven und ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit den kleinen Schwächen im Autofokus und dass der Schalter zum Switchen von Autofokus auf manuellen Fokus mit der linken Hand bedient werden muss, anstatt mit der rechten, mit der alles bedient wird, könnte ich persönlich ganz gut leben. Das Gute ist, dass die Kamera schon relativ lange auf dem Markt ist und daher vielleicht sogar gebraucht gekauft werden kann. Ich fange aber nun mal nicht von null an, sondern ich habe schon einige Sony-Objektive. Und so einen Wechsel habe ich schon von Canon auf Lumix und auf Sony hinter mir. Es ist jedes Mal ein Haufen Arbeit, Umgewöhnung und auch pro Objektiv immer mal ein bisschen Geldverlust, der sich aber auf Dauer läppern kann. Der Wechsel ins APS-C-Format von Sony ist aus bekannten Gründen für mich nicht sinnvoll. Daher ist für mich der nächste logische Schritt, im Vollformat zu bleiben und zur Alpha 7.4 zu wechseln. Besonders gefällt mir die Mikrofonsituation von Sony. Mit dem ECM B1M ist Sony ein richtig guter Clou gelandet. Da ich den Rest vom Video schon geschnitten habe, konnte ich einen ersten Eindruck vom Ton bekommen. Und im Vergleich zum Rode bin ich sehr, sehr zufrieden. Am Ende des Tages ist es aber eine sehr individuelle Entscheidung, die ich dir nicht abnehmen kann. Informier dich einfach beim YouTuber deines Vertrauens oder in einem Fachgeschäft. Dort kannst du die Kamera vielleicht sogar ausprobieren oder ausleihen, mit nach Hause nehmen und dort ausprobieren, was natürlich noch viel besser wäre. Ansonsten wünsche ich dir viel Glück und wir sehen uns beim nächsten Mal.